Die Offseason für die Mödling Rangers ist vorbei. Armin, Hand aufs Herz, wie war sie bisher für dich? Wie ist sie abgelaufen? War ein großer Erfolg. Sieht auch so unser Vorstand, denn in den letzten 20 Jahren war immer so das Ziel, 30, 40 Leute auf ein Training zu haben. Bei uns sind jetzt schlechte Trainings, so mit 45, gute mit 60 bis 70. Und das Wichtigste ist, dass du jetzt im dritten Jahr in Folge den Großteil hast, der vor allem das Athletiktraining in der Offseason und das Krafttraining das ganze Jahr wirklich professionell dann durchzieht mit den weiteren Programmen dann in der In-Season. Also da einen großen Dank an meinen Athletikcoach, Coach Mühlner, dass wir den großer Teil des Erfolges werden, heuer und vor allem in den nächsten Jahren. Armin, kommen wir zum Sportlichen. Ihr habt einige sehr prominente Zugänge. Letztes Jahr war man ein Überraschungsteam, die Ziele waren niedrig, dann hat man sehr viel erreicht. Was sind jetzt die Ziele für die kommenden Saison und wie siehst du die Neuzugänge? Welche Möglichkeiten ermöglichen sie dir als Headcoach? Wie schon vor einer Pressekonferenz, ich wäre letztes Jahr fast, habe ich zwei Spiele sehr knapp verloren, die einen großen Einfluss gehabt haben, ob ich im Endeffekt als Zweiter oder Fünfter ende. Somit ist mein Ziel für heuer, so wie ich es auch unserem scheidenden Landeshauptmann Erwin Bröll versprochen habe, ich bringe die Rangers in die Austrian Bowl nach Klagenfurt. Und der zweite Teil deiner Frage, es hat sehr viele prominente und neue Zugänge gegeben. Vor allem haben wir die O-Line stärken können. Das ist für uns, habe ich mal von Dragons Coach Joe Rowan gelernt, wenn du gute O-Line und gutes Defensive Backfield hast, das sind die zwei maßgeblichen Dinge für ein Season-Winning-Team. Mit Robert Dragotinidis, ein Ranger, der bei den Vikings wieder zurückgekehrt ist, haben wir einen ganz wichtigen Spieler gewonnen. Und mit Roman Seibold, den erfolgreichsten O-Liner der Vikings der letzten 20 Jahre, ebenfalls einen sehr erfahrenen Mann. Dann sind von Dragons und ein paar Viertliga-Teams wie den Aspernhofen Bluehawks noch ein paar O-Liner dazubekommen. Also das ist momentan eine sehr starke Unit. Letztes Jahr konntet ihr überraschen, heuer nicht mehr. Ändert das etwas an der Herangehensweise an die Spiele? Das mit der Überraschung war auf der einen Seite ein Vorteil, allerdings auch ein Nachteil, weil nachdem man das erste Spiel gewonnen war quasi das Saisonziel erreicht. Und die Leute haben etwas, was der Coach Fatah von den Raiders gesagt hat, an dem Hunger und Biss verloren, aber gedacht, hey, ist eh schon alles super. Im Gegenteil, heuer, ich würde es bis zum, wir sind die Hungrigen, wir sind die jungen Löwen, die nach oben wollen. Wir müssen beweisen, dass wir mit den Großen mithalten können. Wir haben noch nie Dragons, Giants, Raiders oder Vikings schlagen können. Wir müssen da jetzt wirklich zeigen, dass wir am richtigen Weg sind. Du hast die Ziele angesprochen, aber wann würdest du sagen, Mission accomplished, wann wärst du zufrieden, wann würdest du zurückblicken und sagen, es war eine gute Saison? Wenn ich knapp im Halbfinale gegen eins der Top-Teams verliere und sage, okay, an dem Tag hat der Bessere gewonnen. Ansonsten, erst wenn ich mit meinem Team in der Austrian Bowl bin und das nicht als Zuschauer, sondern am Feld stehe, als einer der beiden Finalteams.